Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Going Medieval. Wir werden angegriffen. Eieiei. Die Werft steht vor der Tür. Sie wollen Sklaven, sie wollen Blut, wilde Räuber und die plündern und brandschatzen. Stimmt, nein, Dorf. Wir sind kampfbereit, ist doch gar kein Problem. So, schauen wir mal. Wir haben wieder hier eine Ramme dabei. Und der Rest sieht auch gut aus. Na gut, zumindest keine Belagerungswaffen. Und sie kommen von... da oben. Okay, das ist ein bisschen doof, weil sie im Zweifelsfall wieder hier über die Flanke angreifen werden. Na gut, jetzt haben wir genügend Bogenschützen. Jetzt ist die Frage, aktivieren wir die schon? Ne, wir lassen das erstmal laufen und gucken, von wo sie kommen. Lass das jetzt mal einfach laufen. Die sind ja gerade alle aufgestanden. Die sollen sich erstmal ausruhen. Und sobald es hier zum Angriff geblasen wird, werde ich die entsprechend aktivieren. Boah, das sind aber viele. Ist mir jetzt erst aufgefallen. Komm. Mach. Gib Gas. Okay. Lass mal ganz kurz gucken. Haben die überhaupt Bogenschützen? Hä? Das sind alles Nahkämpfer. Ja gut, dann brauche ich mir keinen Kopf machen. Gut. Dann habt ihr ein Problem, weil da werde ich auf jeden Fall gut mit haushalten können. So, haben wir alle? Haben wir alle. Kampfbereit. Und wie kommen die da runter? Wo ist der Abgang für die? Hier. Und dann? Da. Und dann? Da. Die haben noch einen ganz schönen Weg vor sich. Können wir noch ein bisschen arbeiten in der Zeit. Die finden gar nicht den Abgang, oder? Kann das sein? Hä, die kommen gar nicht zu mir. Doch, jetzt. Außenrum. Okay. Wo? Da wollt ihr hin. Alles klar. Gut. Ein Königreich für eine Gruppenbildung wäre toll, damit wir hier die Schützen und die Nahkämpfer uns aufteilen können. Ist das hier fertig gebaut? Wieso sieht das so komisch aus? Jetzt sieht es gut aus. Zack. Ja, da brauche ich mit Nahkämpfern gar nicht großartig warten, ne? Kann der Rest eigentlich weiterarbeiten? Lasse ich jetzt einfach mal so laufen. Bis jetzt sehe ich da noch keine Gefahr. Hä? Also das ist ja echt schade, dass die Feinde überhaupt keine Chance haben. Okay. Jetzt hier den Großen, den Alfred. Ey, Alfred, es tut mir völlig leid, aber das ist ja... das ist ja Leichenschändung, was hier passiert. Wir haben schon die komplette Mannschaft hier ausgemerzt und da unten ist nicht mehr viel los. Das ist ja ein Scheiß. Würde mich jetzt irgendwie, wie gesagt, ein bisschen stressen. Wenn ich so aufs Maul kriegen würde. So. Na dann. Einmal. Sieg. So. Jetzt machen wir den hier, bevor der flüchtet. Oh, jetzt habe ich die nicht in... einmal. So. Vielen Dank, das war's. War schön mit Ihnen zu kämpfen, aber das war ja... So, haben wir noch eine Ramme im Lager. Wie krass. So, da wird ein bisschen aufgeräumt. Es ist noch Platz auf den Scheiterhaufen. Oh, die sind schlecht drauf, weil sie Leichen gesehen haben, ne? Naja gut, die wollen uns angreifen, was wollen wir machen?
Da kann ich ja nicht viel. Na, fleißiger Wodan. Ah, da aktiviert die Fallen wieder. Ja, das müssen wir auf jeden Fall auch noch korrigieren. Dass die Fallen hier ordentlich sind, dann machen wir auch richtige Fallen rein und nicht diese lahmen Fallen da. So, wird die Tür repariert. Raubling ist direkt dabei und macht die Eisentür neu. So, wie sieht's denn aus hier an der... Siehst du, jetzt kommen die nicht daran. Ich hab's geahnt. Mann, Achim. So, dann machen wir Folgendes. Dann werden wir hier abbauen. Und dann hier abbauen. Ne, warte mal, so. Und das eine lassen wir stehen. Ist das hier überhaupt Kalkstein? Ja. Und wenn sie das weg haben, setzen wir hier eine Leiter rein, dann können wir das unten abbauen. So, wie sieht's aus im Material? 150 Kalkstein, wa? Ja, die kommen irgendwie nicht nach. Bei dem Kram, was wir hier alles bauen... Haben sie die Treppe eigentlich schon gebaut? Ich glaube, die Treppe ist schon fertig. Sehr gut. Ich glaube, das Asymmetrische müssen wir früher oder später nochmal nacharbeiten hier. Das gefällt mir gar nicht. Aber jetzt müssen wir erstmal die Gebetsräume und die Arbeitsräume... Die Bibliothek da rauskriegen. Und dann können wir hier komplett abreißen. Der ganze Oberstock können wir ja abreißen, weil das können wir direkt mal in Auftrag geben. Dann können wir uns hier die Fackeln sparen. Zack, einmal. Das haben wir raus. Das haben wir raus. Hier habe ich eine Fackel gar nicht gesetzt. Fällt mir jetzt gerade mal auf. Zack. Nee, zack. Das können wir alles ausbauen, das brauchen wir alles nicht. Das Gebäude steht am Ende eh nicht mehr. Nee, nicht die Bodenfliese. Das Ding da drüber hätte ich gern. So, das wird eh alles abgerissen. Das komplette Gebäude steht nachher nicht mehr. Ich komme da nicht hin. So. Jo. Wenn ich jetzt noch... Das Spiel macht mich fertig. Kann ich bitte? Jetzt. Danke. Das war ja einfach. Nein. Nicht abreißen. Was habe ich jetzt markiert? Jetzt haben wir es. Okay, jetzt haben wir zumindest den ganzen Glumpatsch da oben schon mal weg. Die schlafen jetzt eh. Ich will mal beobachten, wenn es wieder kalt wird draußen, ob die Temperaturen im Keller auch so hart absinken. Hagelsturm. Ja, dann mach mal. Hagel mal. Typische Sommerereignis. Ich hätte auch mal bei dem Angriff... Nee, hätte ich nicht. Die kam ja von der Seite. Ich wollte mich mal ausprobieren, wie die, was sie für eine Reichweite haben, wenn sie hier oben draufstehen. Kommen wir hier nicht auch eine Treppe hin? Können wir auch hier hinsetzen, oder? Na, wenn sie das hier abgebaut haben. Ich hoffe, die kriegen das hin. Mal gucken. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das eben gesehen? Die sind hier durch und darüber. Interessant. Oh, sie essen alle oben. Sie essen alle oben. Ich glaub es nicht. Guck mal. Das hat mir ganz selten bisher. Ja, richtig nice. Cool. Was ist hier? Screenshot-Modus? Mach das weg.
Im Hintergrund wird geradet. Vielen Dank. Sie sitzen alle an einem Tisch und essen zusammen. Das ist ja mal fein. Sehr schön. So, wie sieht's hier aus? Gott, die Leichen liegen noch alle vor der Tür. Ah, die wird gerade weggeräumt. Sehr schön. Azuralia räumt auf. Ach, diese asymmetrischen Fenster. Kriegt die Krise. Wie sieht das aus? Können wir nicht hier ein Fenster hinsetzen? Aber direkt neben die Tür ist auch blöd. Blöd. Wobei, wir haben ja hier eine Tür, fällt mir gerade auf. Dann haben wir hier noch eine. Dann können wir die Tür auch hier vielleicht mittig setzen, wobei das Gebäude nicht symmetrisch ist. Naja. Ja, wird langsam. Hier soll noch ein Dach drauf. Das machen wir aber erst, wenn das neue Gebäude fertig ist. Also hier oben dachte ich mir, dass wir diesen Bereich noch abdecken, dass wenn wirklich welche mit Belagerungswaffen kommen, dass sie dann nicht direkt diese Decke hier zerschießen. Da schläft sich so schlecht, wenn sie da drin sind. So, wie sieht's aus am Steinbruch? Beschleunige hier mal ein bisschen. Oh nee, jetzt hackt er da ab. Ich hoffe, er ist den Außenbereich. Raubling, Barry, Baufertigkeit 28. Queenie Fiddler, Botanik. Sehr gut. Da wird gekloppt. Wir haben auch den... Jetzt, sehr gut. Oh, du baust jetzt nicht das da vor der Treppe ab. Wie kommst du denn da hoch? Warte mal kurz. Ne, die schlagen daneben, oder? Ne, das wird nicht abgebaut. Sehr gut, weil das brauchen wir noch als Bereich, wo sie lang gehen können. So, da haben wir 60 Kalkstein... Und Ziegel sehe ich nicht. Sehr schön. Gut, also das Gebäude machen wir jetzt leer. Das räumen wir so langsam aus. Dann kommt das hier alles raus. Das ist schön, die ganzen Einzelschlafzimmer. Na gut, die haben wir jetzt hier ein Palazzo bekommen. Manche sagen, das ist ein Wohnklotz. Liegt immer im Auge des Betrachters. Und das mit dem Fenster müssen wir korrigieren. Die beiden Seiten sehen gut aus. Die sind schön symmetrisch, propetrisch. Aber das hier... Da fängt schon an, da fängt der Hamster schon an zu humpeln. Ich glaube, weißt du, was wir machen? Wir werden das Fenster austauschen. Ich hoffe, das geht noch. Machen hier die Tür rein. Und werden hier ein Fenster reinsetzen. Und die Tür zu. Dann haben wir zumindest die Fenster einigermaßen symmetrisch und die Türen so semi-symmetrisch. Oder wir setzen wirklich die Tür hier hin, dann hätten wir sie beide nebeneinander. Und hier vorne an der Front, uff, ja, das ist noch so eine Frage. Da könnte man das Fenster hier hinsetzen und die Tür hier rein. Da müssen wir den Tisch wieder umbauen, ach, ist alles schwierig. Oder setzen es hier rein, wie sieht das da aus überhaupt? Kommen die da rein, theoretisch? Hier könnte man eine Tür machen, dann läuft man aber direkt vor den Tisch. Ja, wir lassen es erstmal fertig bauen, dann gucken wir. Und die sitzen wieder am Tisch und essen gemeinsam. Feinchen, nicht im Keller essen. Nahrungstechnisch. Wir haben viel rohes Fleisch, aber das brauchen wir für den Winter jetzt auch. Wenn es nicht bis dahin vergammelt. So, die gehen wieder schlafen, es ist 9 Uhr. Nacht. Wieso Streamer? Die haben ja auch alle kein Tageslicht. So, jetzt können wir hier eine Treppe runterziehen, ne? Ich würde sagen, hier bauen wir jetzt eine Treppe ran, ein Provisorium, dass wir das unten ausbauen können. Holz. So. Geht doch so, oder? Die kommen doch hier oder so? Nee, das ist doof. So? Nee, dahin. Das müsste gehen. Ich glaube, die gehen immer übers Eck. Weil dann können sie das hier abbauen und dann können wir was hier unten drin ist rausreißen. Müsste eigentlich gehen. Mal schauen. Ja, also bei einer neuen Staffel würde ich auf jeden Fall alles ein bisschen koordinierter bauen. Jetzt mittlerweile hat man ein bisschen Erfahrung gesammelt.
Dorfbewohner verhungern. Ja, erstmal beten gehen, statt was zu frühstücken. Und ein bisschen Backgammon zocken. So, da werden fleißig Ziegel hergestellt. Das ist schon mal gut. Ach, wir sind schon fertig mit dem Gebäude. Also, ich denke mal, bevor ich im Nachgang hier noch was hinbastel, baue ich sie lieber jetzt um, oder? Ich probiere das jetzt mal, bevor ich jetzt hier eine Decke oder sowas drin habe. Ich baue es lieber jetzt um. Probiere jetzt erstmal die Wand hier rauszuzimmern. Mal gucken, ob es bis oben hin einkracht. Nee. Ah, es funktioniert. Es funktioniert mit der Decke. Das funktioniert wirklich. Guck mal, ich habe nämlich hier den Boden drin. Dadurch kracht nicht der obere Teil ein. Geil. I like. Das heißt auch, wir können das Fenster entfernen, weil es ja mit 4, ne, stabilitätstechnisch auf eine Länge von 4 ist. Dann können wir die Tür entfernen. Dann setzen wir hier eine Wand wieder ein. Und dann setzen wir hier eine Wand ein. Dann entfernen wir das Ding. Huch. Und bauen da ein Fenster ein. Das bitte raus. Es funktioniert mit den Zwischenböden. Das ist auch sehr gut, wenn du einen Angriff bekommst, dass du da ein bisschen Stabilität reinbekommst. Ja, viel besser. Viel, viel besser. Sehr gut. So, die Seite stimmt jetzt. Die ist hübsch. Die müssen wir korrigieren. Und die Seite stimmt auch mit der Symmetrie. Hab ich ihn da gerade eingeblendet? Was war denn das eben? Ich habe irgendeine Taste gerade gedrückt. Habt ihr das gerade gesehen? Auf was bin ich hier gerade gekommen? Komisch. Sehr schön. Das haben wir symmetrisch. Ja, hier müssen wir nochmal ran. Das Einzige, was wir machen könnten, ist hier ein Fenster rein und die Tür an die Ecke gesetzt. Da müssen wir drin nicht so viel umbauen. Das mache ich. Und zwar entfernen wir erstmal die Tür. Komm, bauen wir jemand ab. Dankeschön. Dann machen wir das hier weg. Dann setzen wir da eine Tür ein. Machen hier eine Wand rein. Und das Fenster geht weg. Und da muss ich drin nochmal gucken wegen den Innenausstattungen. Hallo? Ach, die schlafen wieder. Wer ist denn hier noch? Wer ist denn hier noch aktiv? Die Queenie ist noch aktiv. Hat schlechte Laune, weil sie noch nichts gegessen hat. Okay, dann ab ins Bett. So, ich denke mal Ende des Sommers, das müsste jetzt kommen, ne? Wir müssen jetzt in Herbst übergehen, Tag 12. Dann können wir die Arbeitszeit noch wieder umstellen. Oder wir lassen es so, das weiß ich nicht. Wir können es natürlich auch lassen. Wir können natürlich die Arbeitszeiten einfach so lassen, dass wir am Tag schlafen. Vielleicht ein Vorteil, weil die Feinde ja meist in der Nacht angreifen. Vielleicht geht in den Keller und isst wahrscheinlich auch im Keller, ja. Zu stark ausgehungert. Okay, also wir müssen bei den zukünftigen Bauten, werden wir auf jeden Fall den Boden durchziehen, damit bei Umbauten oder bei zerstörten Wänden das nicht alles in sich zusammenfällt. So werden wir auf jeden Fall tun. Zock. Da war es wieder. Was ist denn das? Irgendwas, wenn ich die Maus halte, sehe ich die Pfade. Interessant. So, wenn wir alle Ein- und Ausgänge haben, haben wir auch mal Wege draußen setzen.
So, jetzt gucken wir uns nochmal die Innenausstattung an. Da ist wieder gewesen. Was ist denn das? Ich drücke keine Taste. Das hat irgendwas mit der Maus zu tun und dass ich da drüber hover. Interessant. Ich mache hier Dinge, die ich überhaupt nicht weiß, wie ich sie bediene. Also gut, ist ja mein Konzept, aber... So, die sitzen symmetrisch. Ah, die eine Fackel ist jetzt weg. Die war da dran. Gut, das ist aber nicht schlimm. Weil dann können wir hier eine Fackel dran setzen. Dort. Dann sitzt das symmetrisch. Hier haben wir nichts großartig umgebaut. Wir können hier eigentlich noch eine Fackel dran machen, oder? So. Dann haben wir die Seite zumindest einigermaßen symmetrisch. Hier oben, das finde ich, sieht auch gut aus. Und ich werde aber hier unter die Treppe gerade noch, damit die Ecke nicht so komisch da steht, werde ich noch so ein Stück Mauer einbauen. Ja, passt schon. So, genau. Dann sieht das hier drinnen auch nicht ganz so... Oh, der Herbst kommt. Herzlich willkommen im Herbst. So. Was ist denn das hier für ein Kreis? Seht ihr das? Interessant. Was ist das für ein Kreis? Regnet es durch? Es regnet durch. Weil... Haben wir hier schon Deckel drauf? Ne, wir haben noch gar keinen Deckel drauf. Ach, deswegen. Ich dachte gerade, warum jetzt müsste es gehen. So, jetzt ist die Frage, machen wir noch einen Deckel drauf oder nicht? Baum ist Lungen. Jetzt haben wir es. So, jetzt checken wir nochmal die große Halle wegen dem Bonus. Wieso? What? Große Halle. Die ist auch im Keller? Ach. Weil dazwischen keine Tür ist im Keller? Oder wieso geht das Grüne bis in den Keller rein? Hä? Wieso geht... Hä? Ist da keine Tür dazwischen? Wieso ist denn... Haben wir hier keine Tür? Da ist keine Tür. Da ist keine Tür. Ach so. So, wir müssen das Ding hier wieder ausmachen. Kann ich mal bitte in den Keller? Kann ich mal bitte? So, jetzt würde ich gerne eine Tür hier reinsetzen. Jetzt haben wir es. Ah, alles klar. Na gut, das macht Sinn. Dann ist klar, warum das sich so verhält. Weil hier keine Tür ist zum Abgang vom Keller, ne? Na gut, aber nicht schlimm. Wichtig ist, dass die große Halle der Bonus da mit dabei ist, ja. So. Der ist der Deckel zu, sehr gut. Dann können wir hier die Küche anfangen einzubauen. Ne? Können wir hier jetzt die Küche eigentlich umziehen? Sagen, die bauen wir dann parallel auf. Das müsste eigentlich gehen. So, dann fangen wir hier an, die Küche einzusetzen. Wo ist... Das ist die große Kochstelle. Die kann dann... Hier rein ist gut, wa? Dann geht man da durch. Genau. Und... Den Schlachtertisch, Bogen, Rüstung, Schlachtbank. Machen wir hier dagegen. Jo. Das ist doch gut. Und gab es eine Küche als Bonus? Ich glaube ja, ne? Da waren, glaube ich, irgendwelche Regale notwendig. Küche. Ein Herd, eine Schlachtbank und zwei Keramik-Wandregale. Ich glaube, das war bei Deko... Und die machen wir, können wir das hier mal kurz ausmachen. Dann machen wir hier einen hin und dort noch eins hin. So, und dann machen wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen Deko.
Wandfackeln. Wir machen auf jeden Fall was zum Heizen, weil wir bauen aber nicht die billigen. Wir machen die großen Feuerpötte. Und die setzen wir dort und dort. Müsste reichen, die zwei. Gehe ich mal davon aus. Achso, hier müssen wir auch noch welche reinsetzen. Fällt mir gerade auf. Machen wir die unter die Fackeln? Das geht nicht, ne? Nee. Machen wir hier einen hin. Dort einen in die Ecke. Und dort, da können sie außen rum. Oder und das Fenster, so. Ja. Drei Stück. Ich hoffe, das langt. Mal gucken. Genau. Perfekt. So. Keramikregale und dann machen wir noch Wandfackeln. Das machen wir gerade so. Ups, da habe ich gerade geklickt. Jetzt hat das. Dort noch einen hin. Ich denke, die zwei langen. Oder? Ja, müsste reichen. Müssen die nur gerade markieren, dass sie die Heizung auslassen. Wobei, die können wir eigentlich auch anlassen. So. Dann können wir hier schon mal eine reinsetzen. Da brauchen wir mit Sicherheit eine Fackel. Jetzt der Thronsaal wieder schön beleuchtet. Ach, Thronsaal, der große Speisesaal. Guck dich das mal an. Nice. Jetzt stehen sie alle rum. So, sie haben nichts zu tun. Genau, wir müssen jetzt nämlich den Dachstuhl planen. Und jetzt ist halt die Frage. Ich würde sagen, wir machen einen Aufgang. Und zwar von hier aus. Hier soll ja die Bibliothek rein. Da müssen wir noch mal eins nach oben. Und wie setzen wir das an? Setzen wir das hier an, in der Mitte, dass sie in der Mitte rauskommen? Ich würde sagen, ja. Wir haben ja hier die Wände. Dann können sie hier ihre Tische ransetzen. Hier, hier und hier hinter. Und dann machen wir hier noch einen Aufgang in die Mitte. Kalksteinziegel. So hätte ich gesagt. Und dann gehen wir hier drauf. Oder wir gehen, was sollte ich hier reinmachen? Oben, das sind die Gebetsräume. Sollen die durch die Gebetsräume gehen? Dann müssen wir aber absperren, ne? Nee, nee, wir machen das so. Gilt das überhaupt als Raum, wenn ich keine Tür dazwischen habe? Habe ich da mich vielleicht verplant mit der Treppe, wenn da keine Tür dazwischen ist, dass das als Raum gilt? Warte mal, wir schalten mal den Boden ein, dann sehen wir es ja. Nee, hier ist keine Halle oben. Nee, der geht nur bis zur Treppe. Ich hoffe nur, dass wenn ich jetzt hier oben die Bibliothek einrichte, dass er das als Abgrenzung erkennt. Ansonsten müssten wir hier die Treppe versetzen und eine Tür einbauen. Oder wir ziehen hier eine Wand noch davor. Ne? Dass wir hier eine Wand noch reinziehen. Boah, das ist aber blöd jetzt gerade. Sobald ich eine Decke mache, wird er auch als Halle nehmen, ne? Ja, wir müssen das separieren. Schade. Ne, wir müssen eine Wand machen. Dann müssen wir die Treppe aber versetzen. Weil wir müssen den Bereich abgrenzen. Also, wir können natürlich hier jetzt eine Wand ziehen. Die Frage ist, wie komme ich in den nächsten Stock? Weil hier eine Wand ist. Ich glaube, hier könnte ich zwar die Treppe draufsetzen. Nee, das wird nichts. Wir müssen, glaube ich, die Treppe umdrehen, dass er hier hochgeht in den Bereich. Also, dass er hier rauskommt. Dann können wir hier die Wand setzen. Und die nächste geht dann hier hinten hoch. Oh, shit. Oh nein. Das müssen wir machen, bevor wir das hier umbauen. Gut, ich plane das mal ein bisschen um. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder und dann kriegen wir das schon hin. Ja? Bis zum nächsten Mal in Synapsia. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.